Du hast mein Yo, Bild? was geht, Leute? Willkommen zu dem neuen Motortest auf dem Kanal von Sifixifo. Ich wünsche euch ein schönes Video. Los geht's. Cool, also Leute, das war, für die, die es nicht wissen, unser HKR-Oberboss vaped. Fragt mich nicht, wie das alles mit HKR entstanden ist. Dafür würden wir viel zu weit ausholen, aber vaped ist, ich würde mal sagen, einer der Top-3-Spieler aktuell. Kann man das so eingrenzen, so grob? Top 3, Top 5? Ja, in Grand Race auf jeden, denke ich mal. Ja, so, die wir weltweit haben. Also in Motorfest gibt es gerade wenig, sehr, sehr, so viel wenig Spieler, die besser sind als Vape. Weshalb ich nicht so ganz sicher bin, dass das eine gute Idee ist, dass er hier mitfährt, aber ich lasse mich hier gerne demütigen, ist okay. Wir fahren auf jeden Fall heute den neuen Porsche 919 Street, der nicht nur nagelneu im Spiel ist, sondern auch eine extrem geile Livery hat, zu Ehren des 30-jährigen Jubiläums der PlayStation 1 im PS1-Design. Sehr geil, auf jeden Fall, von Matze, gerne runterladen, unter den Filtern Streifen und Co., Freestyle, Kino, Luxus und Videospiel. Ansonsten bin ich eigentlich wie immer vorbereitet, Prestige-Reifen sind runter, wir haben Tune Teile drauf, aber ohne Nitro-Perks. Wir haben unsere nagelneuen Profi-Settings und sind eigentlich einsatzbereit. Ach so, muss ich anmerken. Matze hat natürlich recht, wir haben ja nicht nur eine Folie für das Teil. Matze zeigt Ehre, er will, dass ich nicht nur seine Folie preise, sondern, und das haben wir ja am Anfang von den Motortests immer so gemacht, sondern auch die anderen. Und da kann ich ja mal gerade rüber schwenken. Wir haben zumindest im Discord eingetragen noch eine andere. Da! Das ist Folie 2 vom guten Pyro. Auch da gerne reinschauen. Wir haben theoretisch sogar noch zwei weitere von Nick und ich habe den Namen vergessen. Weil wir den Designer, glaube ich, hier im Chat auch noch nie gesehen haben. Aber unter den Standardfiltern findet ihr vier verschiedene Folien. Gönnt euch auf jeden Fall. Jungs, seid ihr beide soweit einsatzbereit? Also, ich stehe hier. Bin ready. Profi-Settings drauf. Keine Prestige-Reifen, keine Nitro-Perks, kein Nitro-Mischer. Haben wir. Klingt gut. Dann würde ich sagen, legen wir einfach los. Erwartungen an das Auto sind ganz klar Topzeit, weil das angeblich auf Level Cento und Agera eins der besten Hypercars ist. Wie gut, sind sich noch nicht alle einig. Babe, was sagst du? Ich denke mal so dritt oder viertbestes. Interessant auf jeden Fall. Okay, legen wir los. 3, 2, 1. Und ich habe tatsächlich die Meinung zum Themenvorschlag geändert. Ursprünglich sollte es was anderes werden, aber ich fand das gerade als Vorschlag im Chat ganz gut. Wir haben ja schon mal über das Clan-System geredet, was wir uns alle schon lange wünschen. Und jetzt haben wir den, ich sag mal, den Schöpfer eines anderen Ingame-Clans ja quasi dabei mit Vaped. Und zwar, ich würde mal behaupten, dass auf jeden Fall skilltechnisch besten Clans, den es aktuell in Motorfest gibt. Also ich bin ja eher so der Casual-Typ und würde behaupten, WFPK bewegt sich auch so auf dem Level, sind zwar einige gute Spieler dabei, aber so die Top-Spieler sind ja dann doch eher bei euch da in der Konstellation. Auch wenn das ja alles relativ ist, weil einen richtigen Clan gibt es ja einfach nicht. Das ist ja alles eher so Jokes und Names und irgendwie Wiedererkennung. Aber wie ist es zu HKR alias Hello Kitty Racing gekommen? Okay, also ursprünglich, Bran hat aber so getrollt-mäßig, so lass das mal machen, so aus Spaß. Okay, warte. Dachte ich mir so, eigentlich wir müssen, glaube ich, weiter ausholen. Wer ist Bran? Nur damit okay. YouTube muss kapieren. Okay, Bran ist so ein TCM-Dude, der ist korrekt so. Der ist ja auch schon ein bisschen länger hier in der Szene drin. Auch so ein bisschen deeper. Und mit dem bin ich halt so ganz cool. Und dann haben wir auch so Spaß gemacht, so lass mal Hello Kitty Racing oder erstmal HKFC, so Hello Kitty Fanclub machen. Und dann hat Nico aber gesagt so, ey, mach doch lieber HKR, das hört sich besser an. Man kann so geile Folien machen. Dann dachte ich mir so, ey, guter Call eigentlich. Dann kam es da mit irgendwie. Und wie ich so zu Hello Kitty gekommen bin, weiß ich selbst nicht. Ich habe einfach so damals so pinke Autos einfach genommen zur Wiedererkennung. Dann ist so geblieben, I guess. Fair enough. So, Toasty, du hast eben irgendwas eingeworfen, was du damit zu tun hast. Nein, ich nicht, du mehr oder weniger, ich? Weil du mit Clans angefahren hast. Ja, okay, fair enough, aber eigentlich habe ich das nicht mal angefangen. Das war der Chat. Ja, eine Schnapsidee aus dem Chat. Du hast weiter drin gekocht und die Suppe ist dann übergelaufen am Ende. Ja, das irgendwie ist WFPK. Schon. Ja.
So, und was war jetzt das Erfolgsrezept von HKR, wieso WFPK ständig auf die Schnauze gekriegt hat und HKR nicht? Ist eine Sarkasmusfrage, ich kenne die Antwort, aber es macht mehr Sinn, dass du das erzählst. Also ich denke mal auch halt allgemein so, du hast ja deutlich mehr Reichweite und so und deutlich mehr Leute, die halt das drin hatten so. Und bei uns war es halt so am Anfang, es waren halt einfach nur unsere Kollegen. Und dann wurde es halt ein bisschen so ausgeweitet. Zum Beispiel kam dann auch irgendwie Kojiro dazu. Und dann ist auch ein Kollege von ihm gejoint und so. Und dann haben mich so immer Leute halt gefragt, so, ey, kann ich joinen so? Dann habe ich mir so irgendwie so gedacht, so, ja, passt rein oder eher nicht so. Und es durft halt nicht jeder rein, sag ich mal was. Ja. Aber gut, da habe ich ja von Anfang an kein Ding gemacht. Ja gut, was heißt, es durfte niemand rein? Das ist ja das Witzige, weil es kann ja prinzipiell jeder einfach seinen Namen ändern. Ne? Das ist ja noch das Problem. Es gibt halt kein Clan-Feature, das ist, ja gut, das Thema hatten wir schon. Ich meine, um das mal auszuweiten, was ich meine, wenn ich sage, WFPK hat hart auf die Schnauze bekommen, muss man einfach sagen, dass als das Ganze mit den Clans angefangen hat, ja, ich war halt im Prinzip der Erste, bei dem das, ich war nicht der Erste, der sowas vor seinen Namen geklatscht hat. Da gab es auch vorher schon immer so Leute, aber das waren dann halt immer 3-4 Stück. Das waren nie mehr. Es war nie mal eine Gruppe von einer gewissen Anzahl. Das war tatsächlich dann irgendwie, als ich das angefangen habe auf Twitch zu Motorfest Start, lief halt auch der Stream bestialisch gut. Ne? Also da waren 200-300 Zuschauer in den ersten Wochen. Und da hat das ja angefangen. Und dadurch hatten wir halt auch am Anfang relativ schnell eine relativ große Gruppe, die sich das in den Namen geklatscht hat. Und da muss man dann fairerweise zu sagen, das waren halt nicht die besten Spieler, weil ich da überhaupt keine Eingrenzung gemacht habe. Ich habe halt einfach gesagt, jo klar, ne, jeder, der sich zur Community fühlt, kann sich gerne WFPK vor den Namen klatschen und dann das entsprechend repräsentieren. Ich habe halt immer irgendwie dazu gegeben, wäre halt schön, wenn die Leute sich entsprechend benehmen. Auch wenn ich glaube, das haben wir tatsächlich ab einem gewissen Level erst angefangen, das zu sagen. Weil das halt dazu geführt hat, dass Leute sich WFPK in den Namen gesetzt haben und gefahren sind. Ich weiß nicht, ob sie einfach nur trollen wollten oder ob viele davon halt auch einfach noch nicht so das Level hatten, um das qualitativ besser hinzukriegen. Aber es hat sich relativ schnell Toasties Lieblingssatz rausqualifiziert. Rauskristallisiert. Toasty? Was? Dein Lieblingssatz? Was? Ja, genau. Perfekt. Das hat sich halt total schnell durchgesetzt. Irgendwie, dass wegen einigen Leuten der WFPK-Tag grundsätzlich irgendwie diesen Ruf bekommen hat, extrem viel zu rammen. Obwohl ich im Stream eigentlich immer vertrete, fahrt ordentlich, fahrt sauber. Und das, ja, ich sag mal, das ist ein Ruf, den habe ich und den hat die Community auch immer noch teilweise. Ne? Wenn im Discord, im großen The Crew Discord darüber gesprochen wird, über WFPK, dann halt oft in diesem Kontext. Was sehr schade ist, weil das mittlerweile tatsächlich, würde ich behaupten, zumindest von den WFPK-Leuten, die ich kenne, überhaupt kein Problem mehr ist. Ja, sehe ich auch so. Und ja, aber dadurch hat sich, glaube ich, auch entwickelt, dass gerade die, ich sag mal, besseren Spieler, die zum Teil ja am Anfang noch so in der Tendenz WFPK waren, dann auch eher in Richtung HKR tendiert haben, weil da halt einfach klar war, das sind die qualitativ besten Spieler. Und der Ruf war halt auch entsprechend. Ne? Wenn HKR im Rennen ist, hast du keine Angst, rausgeballert zu werden, sondern du hast einfach nur von Anfang an, okay, klar, ist verloren. Ne, das war halt der Ruf, den HKR quasi von Anfang an innehatte. Was euch definitiv gut getan hat. Ja. Und was wohl auch durch diese Auswahl an Spielern kam, ne? Also, dass halt von Anfang an nicht jedem gesagt wurde, ja klar, packst dir in den Namen. Ja. Das war mir auch so wichtig, so eingrenzend zu sehen, so, aber das Ding ist halt so, ich habe schon, ich glaube, glaub ich, 4 Leute gesehen, einfach, die sich das einfach so reingemacht haben. Die ich noch nie davor gesehen habe. Fand ich jetzt nicht so cool. Deswegen würde ich doch sagen, so das Clan-System ist eigentlich auch echt needed und das wäre echt geil. Ja, auch wenn ich da, ich sehe da halt echt Gefahren drin, weil das auch wieder auf ganz viele Arten laufen kann. Also ich erinnere mich an ein Need for Speed Heat war das, glaube ich, wo es dann ein Clan-System gab und da konntest du 50 Leute reinmachen. So toll, die hatte ich am ersten Tag voll, dann haben wir einen zweiten Clan aufgemacht, geil. Okay, für 50, das reicht nicht. Also wäre für mich jetzt halt zum Beispiel viel zu wenig. Also ich finde, das müsste halt wirklich auch mehr oder weniger unlimited sein, je nach Clan-Bestimmung, dass die Leute sich das geben können. Plus, ja. Ich weiß auch ganz genau, wenn ein Clan-Feature kommt, nach 2 Minuten ist WFPK weg, ist HKR weg, die Chance, dass man das selber kriegt, ist dann gleich null. Ja, wenn das nicht vorher schon gedroppt werden kann.
Das stimmt, ja. Also das wäre schon recht riskant, sag ich mal. Ja, wie bei Clash of Clans. Genau, Gersmonkey. Ich habe ja auch einen Clash of Clans Clan, der ist auch konstant voll. Wenn dann einer geht, dann sind wir am nächsten Tag auch wieder voll. Nee, keine Ahnung. Aber da hat HKR auf jeden Fall einiges richtig gemacht. Aber was... Einfach, sag ehrlich, einfach schnell da aufstehen, einfach zu der Zeit und einfach schnell aufmachen. Egal wer. Ja, aber würde ich sowieso, aber ich glaube, ganz ehrlich, ich würde von Anfang an Ubisoft anschreiben. Das ist dann vielleicht der Vorteil der Ubisoft-Partnerschaft und sagen, ey Leute, ich habe das ganze Clan-System im Prinzip losgetreten, gebt mir meinen Tag. Ja, so, ja, das stimmt. Den will ich haben. Also, das ist so die Frage, aber ich würde auf jeden Fall darauf hoffen. Ich glaube aber, würde ich auch von anderen Creatoren Unterstützung drin finden. Safe. Also ich glaube, dass wenn das kommen würde, würde ich da definitiv drin Unterstützung finden. Jetzt kam eben auf jeden Fall im Chat, habe ich gesehen, die Frage, wenn du das weißt, wie viele Leute zählen denn deinerseits zu HKR? Jetzt mal von den Leuten abgesehen, die sich da ja einfach zu benannt haben. Also, da müsste ich jetzt mal im Kopf zählen, so. Kann ja grob also, sein, das muss ja gar nicht... Roundabout, ich würde jetzt so mal sagen, aber so 15, I guess. Oh, das ist ja an sich nicht schlecht. Das ist ja an sich gar nicht mal wenig. Ja. Aber ich muss sagen, das Name-Feature in Motorfest ist ja aktuell sowieso generell ein sehr großes Problem. Das stimmt. Also ich weiß nicht, du wirst das wahrscheinlich ja auch schon mitbekommen haben, was da aktuell so los ist, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Ja. So, Thema politische Korrektheit und, ne? Geh ich mit. Ja, also das, da müsste generell einiges passieren, aber... Das stimmt, I don't know, so. Ich habe auch manchmal echt wilde Namen gesehen, so, Alter, ich weiß, ich stehe es nicht. Ich denke mir halt, was geil wäre an einem Clan-Feature. Stell dir mal vor, du könntest ein Clan-Feature, hast deinen Clan und du kannst gezielt, wenn du auf Grand Traces gehst, reinschicken, Clan-Mitglieder einladen. Und dann joinst du erstmal, hast du irgendwie 10 Sekunden, in denen Clan-Mitglieder eine Einladung kriegen und daraus wird eine Lobby aufgebaut, die höchstens noch mit Randoms gefüllt wird. Das wäre so geil. Also fair enough, ich würde hoffen, dass das nicht mit Randoms gefüllt wird, weil ich will niemals in der HKR-Lobby landen. Stell dir mal vor, du landest in der HKR-Lobby. So, Clan-Treffen, 15 Leute HKR, du kommst in das Rennen und siehst HKR, HKR. Ja, okay, alles klar. Der Disconnect ist instant und Ziel erreichen ist sowieso nicht drin. Das wäre einfach harter Content auf YouTube. Ja, ich meine, für mich wäre das mehr oder weniger ganz geil, weil wir hätten halt Close-Lobbys, ne? Also, wenn wir im Stream hier Grand Traces machen und das wollen würden, ich bin mir ziemlich sicher, wir hätten problemlos die vollen Lobbys. Wenn man sie denn kriegen könnte. Ich glaube, das würde ganz gut klappen. Ich sehe da auch direkt ein Format, wo ich mit einem zweiten Account durch verschiedene Clans springe und deren Clan Grand Traces fahre und die Schwierigkeit bewerte. Ey, das wäre voll geil. HKR 100 von 10. Ja, HKR Spaßfaktor 0 von 10, Grindfaktor 10 von 10. Leck mich am Arsch, Faktor 10 von 10. Aber Pink Faktor 10 von 10 wahrscheinlich auch. Der Pink Faktor geht crazy. Eieiei, boah, ich bin so unsauber gefahren und trotzdem ist die Zeit für mich, glaube ich, schon echt nicht übel. Also unter 11 wäre ja auch für mich definitiv gut machbar. Ich habe halt ein bisschen verkackt. Die meisten mit HKR im Namen, die man in Grand trifft, sind mittelmäßige Fahrer. Nicht böse gemeint, aber das sind wahrscheinlich Randoms dann. Also ja, ich glaube, das sind wahrscheinlich dann eher die nicht so... Also, ich habe, glaube ich, einen HKR im Kopf, aber den Namen kenne ich gerade nicht, wo ich auch glaube, dass der nicht offiziell ist, der so schon... Also, da bin ich in der Regel vor. Ansonsten muss ich aber auch sagen, so oft treffe ich die HKRs nicht, weil auch, glaube ich, viele davon eher international und nicht unbedingt Teil meiner Community sind. Ja, aber also, wir haben ja ein bisschen so, sag ich mal, an welche sind das, Amerika und so, dann Norwegen, alles drin, Australien sogar auch. Wie viel gibt es bei uns im Team WFPK, ganz echt, Jamie, ich habe keine Ahnung. Da wäre mir die Dunkelziffer auch viel zu groß, weil ich keine Kontrolle darüber mache.
Also ich sag mal, wir haben ja nicht selten in einem Standard-Community-Grand-Race irgendwie 3 bis 5 Stück. Und die Chance, dass die alle online sind, ist ja schon relativ gering. Also, keine Ahnung, wenn du die wirklich mal alle suchen versuchst, gib auf Ubisoft Connect WFPK ein und guck, was du findest. Ich habe keine Ahnung. Auf PSN WFPK eingeben, gucken, was du findest. Ich sehe auch immer neue WFPK-Leute. Ja, es gibt auch immer mal neue. Aber eben auch immer mal wieder welche, die verschwinden. Ne? Also das ist ja das, ja. Dadurch, dass WFPK diesen Rammerruf bekommen hat, was, wie ich finde, nach wie vor eigentlich vor allen Dingen immer weniger gerechtfertigt ist. Dadurch haben halt auch viele irgendwann wieder verlassen. ÖPNV zum Beispiel hatte mittlerweile, glaube ich, 2-mal WFPK und wieder nicht. Im Moment hat er es wieder. Aber hatte halt auch 2-mal das Gefühl, so oft gerammt zu werden, dass er da keinen Bock mehr drauf hatte. Weil, warum auch immer, WFPK gehatet dafür, dass sie angeblich rammen, grundsätzlich anscheinend dann öfter gerammt werden. Ja, ist komisch. I don't know. Verstehe ich auch nicht. Ja, das zeigt so auf jeden Fall Intelligenz bei den Menschen, die das tun. Also beim Anfang, ich hatte es ja auch drin gehabt und ich wurde auch immer so weggetargetet irgendwie. I don't know. Stimmt, du hattest am Anfang, ganz am Anfang hattest auch du WFPK drin, ja. Ja. Ja, ich smart. Wer aber noch Seppi, Marcel. Ja. Crazy. Ja, genau. Truppe. Also es war ja ganz am Anfang, hatten wir schon mit die Top-Fahrer eigentlich alle in WFPK und dann kam diese ganze Welle mit, also was heißt alle, ne, aber viele davon, und dann kam diese ganze Welle mit WFPK-Rammen viel und dann haben die ganzen Schwitzer das rausgenommen, weil sie auf die Schnauze bekommen haben, weil sie bei WFPK sind, und das hat natürlich dann dazu geführt, dass gerade dadurch, dass die besseren Fahrer alle weg sind, noch mehr Leute gedacht haben, WFPK rammt nur, weil die besseren Fahrer alle weg waren. War auf jeden Fall unnötiges Drama. Machen wir mal gerade die Einsortierung hier. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ich sehe nur 11.6. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich hatte mit Alpha Grand Prix auf jeden Fall schon was Schnelleres. Aber trotzdem auf jeden Fall eine echt starke Zeit für meine Verhältnisse. Ja, 11.6 ist nach dem Lycan Hypersport mein bestes Hypercar. Und da waren viele Fehler drin. Also mit ein bisschen mehr Übung. Ich habe, glaube, Smart hat eben schon geschrieben, dass man beim Porsche 919 auf jeden Fall ungewöhnlich viel driften muss, um den consistent zu fahren. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber fest steht, dafür, wie ich gefahren bin und dass ich den vorher noch nie angefasst habe, ist das ein sehr solides Hypercar. Definitiv Top-Potenzial. Und ich würde sagen, zum Thema haben wir eigentlich auch alles, ne? Denke schon. Also, Ubisoft, gebt uns ein Clan-Feature. Definitiv. Wir brauchen das, wir wollen das, aber setzt es gut um. Das muss einfach sein. Und ansonsten würde ich sagen, schöne Runde. Hat Spaß gemacht. Schönes Auto, was der so in Grand Race drauf hat. Werden wir auf jeden Fall mal austesten. Leute, YouTube, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut mal bei Vaped vorbei. Jetzt hast du deine Chance. Wo? ja, ich bin manchmal live auf Twitch. Name ist halt Vaped mit 4e. Oder ich habe auch manchmal so Konto auf YouTube und dann Vape mit 3e. Ja, das kann ich ja relativ easy im Titel markieren oder in der Videobeschreibung. Das geht ja easy auf YouTube. Das passt ja easy. Also, schaut mal da vorbei. Benennt euch mit WFPK oder nur nach Nachfrage mit HKR und supportet das Clan-System. Weil ich habe immer so das Gefühl, je mehr Leute das auch einfach so machen, desto eher fühlt Ubisoft sich vielleicht dazu gezwungen, es einzuführen. True. Okay. Thema Ende. YouTube, Like und Abo. Schaut bei Vape vorbei. Bis denn.